Hallo? Hallo Leute und willkommen zu einem kleinen Video. Ich dachte mir, es wäre mal an der Zeit für so ein kleines Video, wo wir über so ein paar Dinge reden. Beginnen wir mal damit, warum in letzter Zeit so wenige Videos kommen. Das liegt vor allem daran, dass ich einen Job habe, wer hätte es gedacht, und der Tag für Tag eigentlich ziemlich fordernd ist. Und wenn man dann abends nach Hause kommt, hat man irgendwie keine Lust mehr, ein Video zu produzieren. Oder ich unternehme mal was mit Freunden. Meistens komme ich eigentlich nur dazu, Videos zu produzieren, wenn ich mehrere Tage die Woche frei habe. Denn selbst so ein kleines 5-Minuten-Video braucht ungefähr 2 bis 3 Stunden, bis es komplett fertig ist. Es ärgert mich tatsächlich selbst auch, dass es immer so sporadisch weitergeht, weil ich mir eigentlich sehr oft vornehme, dass ich aktiv Videos hochladen möchte, aber irgendwie klappt es dann doch irgendwie nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und ich bin auch jetzt im Moment am Überlegen, ob es nicht vielleicht klug wäre, jeden zweiten Tag am Abend vielleicht ein Video aufzunehmen oder zumindest weiterzuschneiden und das immer in so kleinen Steps zu machen. Aber am Ende des Tages ist es halt immer eine Sache der Motivation. Also an der Stelle, YouTube macht mir nicht weniger Spaß oder sonst irgendwas, sondern es liegt einfach an der Zeit. Deshalb sorry an alle, die sich mehr Videos wünschen. Ich versuche es immer wieder, da einen Rhythmus reinzukriegen und vielleicht schaffe ich es irgendwann mal. Kommen wir jetzt auch schon zum zweiten Thema, und zwar zum Content auf diesem Kanal. Bis jetzt bezieht sich der Content ja eigentlich nur auf König der Löwen und die Garde der Löwen, was grundsätzlich eigentlich ein ziemlich weit gefächertes Thema ist. Es gibt noch so viele Charaktere, Geschichten oder Theorien, über die ich noch ein Video machen kann. Allerdings überlege ich manchmal auch, ob ich meinen Content nicht erweitern soll. Wenn, dann würde ich mich natürlich nur mit Themen beschäftigen, die mich auch persönlich interessieren. Und das wäre zum Beispiel neben König der Löwen The Owl House, eine Serie, die ich tatsächlich sehr, sehr gerne mag. Dementsprechend würde mich interessieren, was ihr von The Owl House haltet und was ihr davon halten würdet, wenn ich auch zu dem Thema ein paar Videos machen würde. Kommen wir auch schon zum dritten und zum vielleicht für euch interessantesten Thema. Was ist mit My Pride? Bevor wir jetzt zu dem Thema kommen, warum wir auf meinem Kanal noch immer bei der 5. Folge stehen geblieben sind, reden wir mal darüber, wie es in Zukunft mit dem Original weitergeht. Für die Leute von euch, die es tatsächlich noch nicht wussten, My Pride ist nicht von mir. Denn bedauerlicherweise kann ich leider nicht animieren, zumindest bis jetzt noch nicht. Das Original stammt von dem YouTube-Kanal Tribble of Doom, welcher die Serie im Prinzip selbst geschrieben und animiert hat. Und traurigerweise kann ich euch an der Stelle schon sagen, dass My Pride nicht weitergehen wird. Zumindest animiert auf YouTube. Denn Tribble of Doom hat ein Video hochgeladen, in dem sie erklärt hat, warum sie nicht dazu kommt, weiter zu animieren. Kurz gesagt geht es vor allem darum, dass sie im Prinzip das Geld und die Zeit fehlt. Denn leider hat sie niemanden gefunden, der dieses Projekt finanzieren würde. Und sofern ich es richtig verstanden habe, wird My Pride, also die 2. Staffel, nur als Geschichte zum Lesen fortgesetzt werden. So, kommen wir jetzt zu einem Thema, worum es bei mir auf dem Kanal nicht wirklich weitergeht damit. Zum einen hing natürlich viel damit zusammen, dass ich sehr wenig Zeit hatte. Und wenn ich Zeit hatte, die Zeit in andere Sachen investiert hatte. Ich musste das Ganze zwar nicht animieren, allerdings musste ich das Ganze ins Deutsche übersetzen, dann den Text an die Synchronsprecher schicken und das Ganze dann zusammenbauen. Und ich würde sagen, tatsächlich das Komplizierteste für mich war das Textschreiben. Nicht, weil ich nicht Englisch kann oder so, sondern einfach, weil es extrem zeitraubend ist. Und im Prinzip schaust du dir die Serie nebenbei auf dem 2. Bildschirm an, hörst dir dann den Satz an, der gesprochen wird, musst dir genau merken, zu welcher Zeit der gesprochen wurde, schreibst dann einen Text auf Deutsch, der dazu passt, also du übersetzt das Ganze auf Deutsch, mit den genauen Zeitangaben, damit die Sprecher dann wissen, wann sie wo drauf sprechen sollen. Und wenn man versucht, das Ganze ordentlich zu machen, dann sitzt man dann schon mal für so 1-2 Minuten, eine halbe Stunde da und übersetzt das mit den genauen Zeitpunkten, wann gesprochen werden soll und wann der Satz zu Ende sein muss. Es gab dankbarerweise tatsächlich ein paar Zuschauer von dem Kanal, die sich bereit erklärt haben, mir bei der Übersetzung zu helfen und einzelne Episoden übernommen haben. Ich muss die Texte zwar teilweise überarbeiten, weil die genauen Zeitpunkte, wann gesprochen werden sollen, nicht dabei sind, aber trotzdem ist mir damit schon sehr geholfen. Also ich kann zumindest sagen, dass ich momentan wieder dran bin, zu versuchen, das Projekt jetzt weiterlaufen zu lassen, obwohl wir jetzt schon fast schon mehr als ein Jahr dranhängen. Zusätzlich muss ich an der Stelle sagen, dass ich auch mal nachschauen muss, ob die Sprecher, die damals dabei waren, auch heute noch dabei sind. Und wenn nicht, muss ich natürlich passenden Ersatz finden. Was ich an der Stelle aber nicht hoffe, denn ich hasse nichts mehr, als wenn du eine Serie hast, in der irgendwann ein Sprecher getauscht wird. Ich kann es natürlich verstehen, da wir jetzt eine riesige Pause dazwischen hatten, aber ich versuche natürlich mein Bestes, dass das nicht der Fall sein wird. Ja, das war's eigentlich soweit. Ich hoffe, ich konnte damit einige offene Fragen beantworten und ich freue mich auf eure Meinung in den Kommentaren. Und dann hoffentlich bis bald. Ciao!